Hallo Freunde, ich bin's, euer Vale. Und bevor ich jetzt weiter die Bibliothek suche, habe ich hier eine Kleinigkeit gefunden. Ich kann das Bild kaputt machen und dahinter ist ein Gesundheitstalisman, wo wir mir wieder einen voll hätten. Ja, und damit starte ich hier dieses Video. Hallo Freunde, ich bin's, euer Vale. Und wir spielen Legend of Kain Defiance. Das letzte Mal haben wir uns mit Vorador getroffen, der uns ein Siegel für seine Bibliothek gegeben hat, die ich gerade verzweifelt suche. Das heißt verzweifelt suche, ich versuche zu einer hinzukommen, was ich allerdings offscreen mache, weil das lange und nervig ist. Und wir sehen uns dann sofort in der Bibliothek wieder. Bis gleich. Avernus brennt. Und mit der Stadt verbrennen all unsere Hoffnungen. Wie soll ich das Herz in diesem Chaos finden? Du musst dich beeilen, aber hüte dich vor dem unaussprechlichen Bösen, das in den Tiefen der Kathedrale lauert. Zweifellos ist es die Ursache für die Zersetzung des Zirkels. Wenn du siegen willst, musst du seinen Verlockungen trotzen. So Leute, und jetzt geht's richtig los. Wir gehen in die Stadt und da werden wir einige Leute treffen. Naja, nicht wirklich, aber... Ach, lass dich überraschen. Nach Abernathy aufbrechen. Ja, wir gehen nach Abernathy. Aber wir kommen da natürlich jetzt noch nicht an. Denn wir spielen erstmal als Kain weiter. Dafür fange ich jetzt natürlich kein neues Video an, weil das einfach bloß das Ende von... Ja, ihr wisst schon. So, stattdessen geht es mit Kain in der Zitadelle der Vampire weiter. Und mit ihm haben wir uns ja das letzte Mal ein schlittes Gleichgewichts geholt. Zu sehen in... Oh, lass mir nicht lügen, ich glaube Part 15 war das. Wir haben den Splitter gefunden, der eigentlich gerade mal übel ist im Kampf, weil ich die Spieler der Dimension immer noch bevorzuge. So, wir haben auch seine spezielle TK-Karte das letzte Mal bekommen. Nein, das steht nicht für Tiefkühlkraft, das steht für Telekinese. Sollte ich da jemals jemanden verwirrt haben. So. Jetzt versuche ich doch mal, dass ich mal seine TK-Kraft aktivieren kann. Kann ich. Genau das tut sie, hält einen einfach nur da, nehmen wir es mal starr so. Ich weiß nicht, ich finde es eigentlich ziemlich nutzlos. Ich persönlich jedenfalls. Ich habe dafür noch keine wirklich praktische Verwendung. Und wen auch immer du gerade anvisierst, ist doch egal. Steck die Klinge weg. Und wartet mal, wo wir den nächsten Splitter finden. Wir dürfen wieder Temple Sightseeing machen. Weil es ja das erste Mal noch nicht lustig genug war, durch jeden dieser Tempel zu latschen. Aber jetzt kommen wahrscheinlich die anderen, die wir nicht gesehen haben. Ich glaube, das war jeweils Tempel der Finsternis. Den Feuertempel hatten wir gesehen. Ach, ich bin mir auch nicht sicher. Teile dieser Geschichte kannte ich bereits. Als die Vampire langsam ausstarben, beschworen die Säulen menschliche Hüter, die an ihre Stelle traten. Offenbar hatten die Urvampire die menschlichen Hüter akzeptiert und schließlich entführt, um sie zu Vampiren zu machen, wenn ihre Lebensuhr abgelaufen war. Schließlich rebellierten die Menschen gegen ihre Herren. Und hier machte ich eine überraschende Entdeckung. Die Redelsführer der blutigen Revolte waren Möbius und Mortanius, der Hüter des Todes. Jetzt verstand ich, warum Möbius mich so sehr hasste. Ich war nach all den Jahren der erste Hüter der Vampire und er wusste, was mein Kommen bedeutete. Oder vielleicht erinnerte ich ihn an alles, was er aufgegeben hatte. Tja, wie es auch immer ist. Ah, wir sind in einem neuen Tempel. Ich habe gerade ganz gut Deutsch gegessen. Der ganze Büchse, ziemlich allein.
Ich baue meine Reaver-Fertigkeiten aus. Ah, jetzt. Das hat tatsächlich was. Wir haben hier auch wieder mit Kühlen, das heißt, das ist nur verschnitt erst. Kennt mit das Geld zum Tragen kommen. Das war gerade ziemlich verschenkt. Lebensenergie, aber gut, es sind ja noch mal zwei. Übrig, den wir voll einen verpellen können. Das ist nicht so, als ob uns jetzt gerade schnell das Blut ausgeht. Ich finde es interessant, dass die jetzt anfangen anzugreifen. Von den Seraphern hätte ich das eher erwartet. Aber nee, die sind daneben gestanden und haben zugeguckt. Ist ja auch egal. Man muss nicht alles verstehen. So. Das sind alle den Waffen. Aber hier können wir einen Splitter einsetzen und die Tür aufmachen. Es könnte also sogar sein, dass wir schneller an unser Splitter-Symbol kommen, als es ein Skip ist. Ich glaube hier, ich bin mir sicher, ich muss mal nachsehen, ob das bei der Seele dann noch da ist. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache, dass wir hier schon die Sachen Kugel, verlassen. Die dieses Tor einst öffnete, war zerstört. Ich musste einen Ersatz finden, um es zu aktivieren. War ja klar. Okay, ja, ich hab mich überhaupt lieb. Lass den Scheiß. Mach das Schild weg und sieht aufs Maul wie ein Großer. Nochmal dagegen hauen können wir uns sogar den Erdtempel schon ein bisschen ansehen. Finde ich auch nicht schlecht. Muss ich schon sagen. Finde ich geradezu übel. Ich gehe den meisten Kämpfen jetzt bewusst aus dem Weg. Das, okay, da fehlt uns etwas zum Einsetzen. Ein Artefakt, wie immer. Ich ignoriere sämtliche Schatten jetzt bewusst, weil mir die tierisch auf den Sack gehen und ich die noch nie leiden konnte. Oh, lass du das sein. Ich hätte sogar ein bisschen hingeguckt. Ich habe es nur ignoriert, weil ich genau wusste, dass da vorne Stücken kommen. Wir können vorne nämlich runterhüpfen. Genau da. Ui. Ui. Okay. Treffen. Treffen. Das ging doch. Ja. Muss ich doch. Aus meinem Weg. Ja, die kann ich nicht ignorieren, weil die irgendwann auf dem Weg sind. So, weg, weg, weg. Ich mag euch nicht. Ihr stinkt alles im Himmel. Deswegen seid ihr auch schwarz. Sollte es irgendjemand falsch auffassen? Nein, ich beziehe das nicht auf irgendwelche Hautfarben. Ich meine nur, dass sie schon vor Dreck stehen und schwarz sind. So meinte ich. Das ist kein Angriff gegen niemanden. So. Wo war die Tür, durch die wir gehen konnten? Da vorne. Hopp. Hopp. Ja. Hopp, habe ich gesagt. Geht. Kai, würdest du bitte hoppen? Es geht doch. Als ob es so schwer wäre, da hoch zu hüpfen. Ach, noch da. Das ist ein Mann, aber ich glaube, ich nehme jedes Mal mehr Schaden, wenn ich dieses Ding dort durchlaufe. Ohne Wiesbrot würden blöde. Das war's. So. Jetzt können wir endlich ungehemmt weiter. Wir haben dabei natürlich... Och, fick. Nein, ich habe keine Lust. Ich glaube, jetzt ist auch endgültig klar, warum ich die Schatten als unsagbar nervig empfinde. So, na, tatsächlich, wir können auch im Tempel der Festkammer. Würde ich mal kurz hören. Wir kommen hier eh wieder durch. Wir müssen wohl in den Lufttempel, um das nächste Splitter-Symbol zu bekommen.
Ja, jetzt kommen die Tempel, die wir das letzte Mal nicht gesehen haben. Das macht auch irgendwie Sinn. Und hier finde ich mal angenehm, ich sehe nirgendwo böse Dinge. Ich kann noch überhüpfen. Ich glaube, das hat bestimmt irgendwie Sinn. Da sehe ich einen. Ich will ihn haben. Geht weg, geht weg, geht weg. Ich mag sie nicht. Ich habe sie nie gemocht. Ich werde sie nie mögen. Ach, viel Lebensenergie. So. Schnauze da unten. Verdammt nochmal. Denn wir kennen die Entwickler, sie versteckten Sachen. Deswegen habe ich auch hier garantiert schon 1000 Sachen nicht gefunden. Was ja keine Bücher und sowas angeht. Ja. Deswegen mache ich auch keinen 100% oder sowas, weil ich finde, das ist so nicht machbar. Und die leuchten lila. Ich finde das nicht angenehm, dass der jetzt auf einmal lila leuchtet. Weil der... Ich weiß gar nicht, haben die Farben irgendwas damit zu tun, wenn sie leicht besiegen kann? Weil ich habe nichts, was lila leuchtet. Der hätte besser den Rüger gestellt, aber ich brauche auch mal ein bisschen Sachen zu sagen. Okay. Das war falsch. Das will ich machen. Eigentlich mit ihm. So. Da. Das wird doch nicht hart, denke ich. Das machst du für uns alle gerade leichter. Na, also, wer sagt's denn? Sterben ist doch noch gar nicht so schwer. Bis jetzt hat es noch jeder geschafft. Zufrieden mit mir. Ups. Nee. So haben wir nicht gerettet. Du gehst bitte ganz brav einfach wie jede andere Statue auch kaputt. Da sind Dinge, da wollen wir bestimmt ran. Okay. Dann will ich mich mal umsehen. Das sind Kugeln, mit denen wir voll nichts anfangen können, weil die damals verrasiell waren. Hier ist ein Blutkornaustäler, das ist schön. Den kann ich brauchen. Nach dem Kampf mit den Statuen ist das gar nicht übel. Hier ist... ja... sowas von gar nichts. Nicht mal eine Kugel. Schade. Die finden wir schon hier irgendwo. Das geht schon. Ja, bleibt uns das übrig. Wir müssen hier hoch. Okay. Würdest du bitte. Dankeschön. Ja, das ist das Problem, wenn man noch, viel... Eingeweide hat. Es ist viel schwerer zu klettern als mit das hier. Und da sind wieder ganz viele tolle Bilder. Wenn wir das auch wenn ich die Schatten kaputt gemacht habe. Ich mache die jetzt doch kaputt, weil sie mir im Weg sind. So. Und weil die sonst ganz viel nerven. Ach ja. Was? Da, bitte! Das hat noch nicht mal wirklich mehr gedacht. Geh kaputt. Was für eine Frechheit hier. Nö, dazu hält er kein Monolog. Hierher zu kommen war ziemlich sinnlos. Juhu. Sinnlose Dinge sind sinnlos.
Ja, das ist super. Ah, Kugel. Yay, eine Kugel. Nehmen wir mit. Die brauchen wir sowieso. Muss das wirklich sein? Ja, muss es. Die sind rot. Ich weiß nicht, was das mit den Farben genau auf sich hat. Ich wechsle einfach mal. Ich wechsle einfach mal zu diesem Flamme. Es ist nicht gesagt, dass es was bringt, aber es ist auch nicht gesagt, dass es unbedingt schadet. Obwohl ich glaube, es wird nicht mehr schaden. Das ist doch sehr interessant. Nee, nee, nee. Ah, jetzt haben wir doch keine verpellt. Mit Schockwellen. Ich glaube, der ist schneller gestorben, als er es in einer anderen Situation getan hätte. So, ja. Was mache ich denn? So, jetzt. Geh kaputt. Geh kaputt. Geh doch. Geh auf. Ohne Cutscene geht's nicht. Braucht für alles eine epische Cutscene. Ich will das da haben. Eine TK-Rune. Gehört jetzt mir. Und wir können uns von hier verabschieden, weil wir haben, was wir wollten. Dab, 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 Idioten. Zurück in den Erdkampf. Warum muss Backtracking so nervig sein? Wisst ihr was? Viel Spaß beim gegenseitig zerfleischen. Ich meine irgendwie, das hat überhaupt keine Wirkung gerade gehabt. Könnte daran liegen, dass die weiter mit inbrünstiger Leidenschaft auf mich losgehen. Aua, ja, ich wollte ausweichen. Aber das Ganze auch knicken, Freundchen. Ja, das Ganze auch knicken. Das hat auch so einen Nachteil, wenn wir zusammenstehen. Also um einiges leichter, wenn sich die wirklich gegenseitig aufs Maul hauen. Bitte sei tot. Bitte sei tot. Ich jetzt wieder auf dem Blitzflieger, weil ich glaube, das war jetzt auch mit bösen Statuen-Dingern. So, was ist... Moment, was ist denn hier? Hier ist... Das sieht doch einmal anders aus, oder? Hüpf. Das ist aber immer noch... Und ich fall runter. Runterfallen ist toll. Ich bin hier sowieso falsch. Falsch, 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 falsch. Ihr seid im Weg. Ich kann das nicht haben. Diese Schatten, ich mag die Schatten nicht. Wenn ich den Einfall die Schatten mag, den weiß ich nicht. Ich glaube, die mag auch keiner. Sie geben kein Blut, sie sind überall, es sind viele, sie sind nervig. Sehr gut, ihr lasst mich nicht rein. Ich habe das Konzept inzwischen begriffen. Alles nett für uns. So, da geht's nach oben. Hier, glaube ich, war das kaputte Portal. Danke. So, geht doch. Genau, hier ist das kaputte Portal. Da können wir jetzt nur...
Der Lufttempel. Es geht super los. Ich bin begeistert. Ich will am liebsten gleich wieder umdrehen und gehen. Aber ich glaube, es ist nur eine Statue gerade. Damit sollte ich klarkommen, wenn ich sie sehe. Wenn ich sie sehe. Könntest du bitte in die Kameraposition kommen? Ich habe keine Lust, blind zu kämpfen. Es ist schon fertig, gegen euch zu kämpfen, wenn ich euch sehen kann. Hau so, hau an. Hau nicht so zu. Ah je. Ach, ich bin ein Horst. So, jetzt aber ausweichen und angreifen. Und ich krieg's nicht hin. Ich krieg's wieder mal nicht hin. Oh wow, ich werde sterben. Das ist jetzt schon wieder so eine Phase einmal erlebt, die ich weiß, es kann nicht gut ausgehen. Sehr, ich es mir wünschen würde, dass du jetzt einfach hops gehst. Gehst du hops? Hops. Hops. Oh je, jetzt stirbt jemand. Ist auch manchmal nicht ganz leicht, der Reichweite einzuschätzen. Danke. Das ist eine übermäßige Gnade, tatsächlich mal zu sterben. So. Wieder stand ich vor Darstellungen des Helden der Vampire, des Trägers der Reaver-Klinge. Und auch hier war sein Gegner zu sehen. Ein Helden mit funkelnden Augen und einem Flammenschwert. Zwei Helden in einem Kampf, den nur einer überleben konnte. Aber welcher? Diese Wandgemälde prophezeiten zwei mögliche Enden. Ich wusste nicht, was Möbius ausheckte. Doch es passte alles zu gut zusammen. Tja. Das haben wir auch schon mit Raziel gefunden. Oh, wie schön. Ich hab gleich mal ein Messer in die Bühne geworfen. Da stehe ich unsagbar drauf. Mal auf, wie sehr ich da drauf stehe. Ich muss einen von euch aussorgen, bevor mir hier das gut ausgeht. Und damit werde dieses natürlich schon mal passiv, weil ich tot bin. So, okay. Ja, wir haben zwei mögliche Enden. Interessant. Raziel hat bloß eins der beiden gesehen. Also nicht die Frage, wer ist der Gegner und wer ist der vorbestimmte Held? Und wer wird gewinnen? Haben wir alternative Enden in diesem Spiel? Ich weiß es gar nicht. Soweit ich allerdings weiß, nein. Bestimmt sagen mir die alle voll das Ende und ich kann es nicht verstehen, weil sie voll komische Sachen labern. Ich rede schon wieder viel zu viel. Wobei, das ist ein Let's Play und ich... Ich bin euer Kommentator, ich bin dafür gemacht zu reden. Und keine Ahnung, so. Viel brauchen wir von der anderen nicht. Lässt du mich mal aufstehen hier? Das ist unverschämt hier. Die Jugend von heute. Glauben bloß, weil sie sich Federn anschmücken und sich benehmen wie Hüllen, dann dürfen die voll alle. Wisst ihr, was wir schon lange mal gesehen haben? Das hier, so. Gleich nochmal. Ja, komm, hoch mit dir in die Luft. Ich packe dich nicht an. Links. So. Ja. Ist hier irgendwas, was ich brauchen kann? Ich ignoriere die beiden jetzt mal. Nö, eigentlich nicht. Kann ich eine Wand kaputt machen? Doch, da kann ich eine Wand kaputt machen. Das wird mir sogar in der Cutscene gezeigt, wie ich gerade voll die Wand kaputt gemacht habe. Ich glaube, das habe ich auch ein bisschen für Raziel gemacht. Ich meine, er wäre hier auch hochgeklettert. Oder ich wäre mit ihm hier hochgeklettert. Das kann sein, weil wir sind hier noch in der Vergangenheit und ich meine doch... Wir würden die Tempel hier aktiv verändern. Das würde jedenfalls irgendwo Sinn machen. Oh nee, Raumstatue. Ich versuche mein Glück im Loch.
Kameraführung und alles, was hier anwesend ist, sagt, nein, du musst dich den Start einstellen. Ich bin zwar überhaupt sehr scharf drauf, aber okay, machen wir's. Hallo Leute. Oh, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Alles nichts, da waren wir doch schon. Aua. Oh, da hinten ist ein arkanes Buch. Das kassieren wir ein. Was kann ich denn? Ja, toll. Das war es auch wieder voll wert. So. So. Wenn die Stadion von außen schaffen zu können. Wenn ich nicht so nervig werde. Aua, ja. Da haben wir wieder die Schwierigkeit, die Reichweite dieser Stadion abzuschalten. Das kann kaum was bringen, die zu versuchen. Einer ist kaputt. Hey. Ich bin jetzt tot in weh. Ja, für das. Ich versuche auch schon immer seine Spezial-KFE-Quellen auszulösen, aber ich glaube, die bringen bei denen sowieso nichts. Das war so nicht. Ah, du kannst doch kaputt gehen. Welch Freude. So. Das ist wirklich der einzige Weg. Tempel des Lichts. Ich bin mir jetzt überhaupt nicht sicher, aber ich glaube, da waren wir schon. Das Gleichgewicht war da garantiert nicht. Ja, oh, hi, das ist ein neuer Abschnitt. Haha, du bist blind, so. Wir können hier ein Symbol einsetzen, das finde ich interessant. Ich glaube, wir waren hier doch noch nicht. Jedenfalls nicht in diesem Abschnitt. Die Sau sieht uns immer noch. Ah, und hier bekommen wir unseren letzten Splitter, sehe ich gerade. Das ist unglaublich super. Unglaublich. So, und den wollen wir uns logischerweise holen. Das heißt, wir machen die Gargüle blind, setzen das Symbol hier ein und damit erblindet diese hier vollständig, besser gesagt, sie wird, ihr werden die Augen zugehalten. Und jetzt können wir das letzte Symbol einsacken. Der vierte und letzte Splitter. Das Symbol des Gleichgewichts war komplett. Nun endlich konnte ich die mysteriöse Kammer im Herzen der Zitadelle öffnen. Was ist das überhaupt für ein Splitter? Zeit. Ah. Der Zeitsplitter. Ja. Jetzt haben wir das Symbol des Gleichgewichts mit Feuer, Dimension, Zeit und Blitz. Ich bin mir nicht sicher, wie das alles im Gleichgewicht steht, aber es macht bestimmt in irgendeiner Realität Sinn. Und wieso ich mich hier draußen umsehe, obwohl wir hier mit Kane schon waren, weiß ich gerade auch nicht. Es macht nur Arbeit. Wenn es da noch was Wichtiges gibt, sagt mir dann auch rechtzeitig Zeit, denn in dieser Folge... Wir haben nicht mehr so viel vor uns in dem Abschnitt. Ich glaube, das kriege ich noch in ein Video. Das sollte gehen. Ich glaube es jedenfalls. Der Weg zurück ist jedenfalls nicht so nervig. Weil wir haben ja eigentlich schon so gut wie alles zerlegt, was uns auf die Nerven gehen könnte. Ich hoffe jetzt nur, dass
Ich werde mal ganz schnell was nachschauen. Ja, das sollte zeitlich hinhauen, aber ich würde mal auch sagen, das Backtracking müsst ihr jetzt nicht mitmachen, weil es ist wirklich nur der Rückweg. Da passiert überhaupt nichts. Also sehen wir uns, wenn ich wieder aus den ganzen Tempelgedöns heraus bin. So, da sind wir wieder in der Zitadelle der Vampire. Wir mussten den anderen Ausgang nehmen, was dazu geführt hat, dass ich mich ein bisschen verlaufen hatte. Aber das macht gar nichts. So, denn wir können jetzt endlich die geheimnisvolle Secret-Kammer betreten, die da irgendwo ist. Wo war die denn? Da. So, wir können da jetzt endlich rein. Oh mein Gott, Wasser! Für meine Vorfahren war die dunkle Gabe ein Fluch, der sie in eine Art spirituelles Fegefeuer stürzte. Aber warum mussten sie diese Kammer so sicher verschließen? Vielleicht sollte das Schloss keine Eindringlinge abhalten, sondern etwas einsperren. Kane, Erbe des Gleichgewichts, Erlöser von Nosgoth. Was ist das? Deine Ankunft ist vorherbestimmt. Die Parzen wollten es so. Ist das so? Ich bin das Orakel deiner Ahnen. Ich kenne die Antworten, die du suchst. Du musst nichts sagen. Ich kenne deine Gedanken. Du strebst nach Wissen über deine Kreatur, Raziel. Dies kann ich dir anbieten. Sieh her. Er fand den Leichnam von Janos Ordren. Nun ist er unterwegs zur Kathedrale von Avernus, um das Herz der Dunkelheit zu finden. Du weißt, was das heißt. Warum sollte ich deinen Prophezeiungen glauben? Diese Ereignisse sind schon geschehen, genau wie du befürchtet hast. Aber es ist noch nicht zu spät. Noch kannst du ihn aufhalten. Wenn Avernus brennt, trennen mich 5 Jahrhunderte von Raziel. Auch hierbei kann ich dir helfen. Dieses Tor bringt dich nach Avernus. Raziel und du, ihr werdet gleichzeitig ankommen. Das ist deine Aufgabe. Denn du warst es, der ihn zu dem machte, was er ist. Wenn du bereit bist, gehe durch das Tor. Ich wusste natürlich, dass ich diesem Orakel nicht trauen konnte. Aber andererseits blieb mir eine andere Wahl. Ja, klar bleibt uns. Wir können erstmal das hier einsammeln. So, hier ist auch noch ein Ort, den wir noch nicht öffnen können. Das kommt aber noch. Ja, und hier trifft tatsächlich der liebe Kane auf Paul, unsere liebe Orakelkrake. Und wir haben tatsächlich keine andere Wahl, um das Geschehen voranzutreiben. Also hüpfen wir da nochmal schnell in diesem Video durch. Tada. Voll mit Ladescreen und so. Dieses seltsame Gefühl kannte ich bereits und die Kammer schien tatsächlich gealtert zu sein. Wenigstens in diesem Punkt schien das Orakel die Wahrheit gesagt zu haben. Ich habe dich zur gewünschten Stunde an den rechten Ort gebracht. Du weißt, was zu tun ist, Kane. Es gibt nur eine Möglichkeit zu verhindern, dass Raziel großes Leid verursacht. Er ist nicht mein Feind. Aber du bist seiner. Ja, ach nee. Ist das euer Ernst? Und auch noch eine andere Dinge. Ja, sobald diese, es sind so zwei netten Kameraden hier, naja, tot sind, und das wird auch nicht bald sein, beende ich die Folge. Ich hoffe, das Projekt gefällt euch soweit. Wenn ja, nutzt die netten YouTube-Funktionen, abonnieren, kommentieren, positiv bewerten, wäre auch ganz lieb. Und, ja,
mit diesen Worten. Ach, das sind sogar zwei. Oh, doch. Es ist. Ja. Mit diesen Worten dürft ihr mir noch zusehen, wie ich von Geistern vermöbelt werde, während ich sie vermöbel. Komm wenigstens her, wenn ich mit dir kämpfe. Frechheit hier. Ja, ihr dürft mir noch kurz zusehen, wie ich diese Geister hier fertig mache. So, das war's. So, und damit verabschiede ich mich jetzt auch wirklich endgültig. Also, vergesst nicht, komm nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Legend of Kain, Defiance.